Du hast dich sicherlich schon oft gefragt, was ist eigentlich genau Marketing? Du hast nach Videos gesucht, aber keines von denen konnte dir hundertprozentig diese Informationen geben, die du gesucht hast oder dir es anschaulich erklären. Und um das Problem zu lösen, ist dieses Video heute für dich da. Hi, mein Name ist Amon Lang. Ich bin Content Creator auf den unterschiedlichen Social Media Plattformen, habe eine eigene Video Agency und bin der Founder vom Creator Accelerator. Das Programm, was Creatoren dabei hilft, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Ich selber habe Wirtschaftskommunikation, also Marketing, an der HTW in Berlin studiert und will dir daher einmal genau erklären, was es eigentlich so mit Marketing auf sich hat und was so dahinter steckt. Aber fangen wir erstmal ganz von vorne an. Marketing ist überall um uns herum. Und Marketing ist eine der größten Berufungen, denn sie ist die Arbeit des positiven Wandels. Seth Godin beschreibt Marketing dabei in seinem Buch als den großzügigen Akt, jemandem bei der Lösung eines Problems zu helfen, beziehungsweise anderen dabei zu helfen, das zu werden, was sie erreichen wollen. Das ist vielleicht eine etwas andere Definition, die man so vom Marketing her kennt. Doch woher kommt diese Denkweise überhaupt? Naja, lange Zeit war der effektivste Weg für ein kommerzielles Unternehmen, wenn es darum geht, eine Veränderung im großen Stile umzusetzen, letztendlich Werbung zu schalten. Einfach gesagt, also Anzeigen oder Werbeplätze einzukaufen. Marketing war früher also eher Werbung. Sei es auf Plakaten, im Fernsehen, auf Social Media oder eigentlich überall, wo wir Menschen uns befinden. Doch diese Abkürzungen, bei denen man mithilfe von Geld Aufmerksamkeit einkauft, sind mittlerweile Artefakte aus einer anderen Zeit. Doch wie sieht das Ganze heute aus, fragst du dich vielleicht. Dazu mal ein Beispiel. Ich glaube, du stimmst mir zu. Es macht doch eigentlich keinen Sinn, einen Schlüssel anzufertigen, mit dem man dann durch die Stadt läuft und nach dem passenden Schloss sucht. Der viel produktivere Weg wäre es doch eigentlich, ein passendes Schloss zu finden und dann für dieses Schloss einen neuen Schlüssel anzufertigen. Und genau da kommen Marketer aus dem neuen Zeitalter ins Spiel. Sie bieten nämlich Lösungen für Menschen an, die bereits ein Problem haben und helfen ihnen dabei voranzukommen. Aber wie sieht das Ganze denn jetzt in der Praxis aus? Dabei gibt es natürlich verschiedene Wege, aber ich kann dir ja mal von einem Beispiel erzählen, wie ich das Ganze mache. Ein Produkt, was wir mit meiner Marke des Creator Accelerators verkaufen, ist ein Photoshop für Fotografen-Kurs. Auf die Idee bin ich damals gekommen, als ich selber Fotograf war und immer irgendwie meine Bilder auf ein besonderes Level heben wollte oder ein bisschen was anders machen wollte. Ich bin häufig an diese Mauer in Photoshop gestoßen, wo man einfach nicht drüber hinwegkam, weil ich das Programm nicht beherrscht habe. Und ich war auf jeden Fall nicht die einzige Person, die mit Photoshop gestruggelt hat. Also habe ich mir gedacht, lerne ich das Programm einfach selbst. Schau mir dazu alle Tutorials an, alle Videos, alle Online-Foren, alles was es gibt und finde für mich den besten Weg heraus, Photoshop zu lernen. Somit hatte ich also für mich eine Lösung entwickelt, um mein Problem zu lösen. Und jetzt musste ich das Ganze nur noch in ein Produkt verwandeln, was anderen Menschen oder anderen Fotografen genauso gut helfen konnte, wie es mir tat. Und genau so ist dann der Photoshop für Fotografen Videokurs entstanden. Ähnlich dazu beschäftige ich mich gerade ganz viel mit TikTok und dem TikTok-Algorithmus und wie man auf TikTok eine Marke aufbauen kann. Und jetzt kannst du dir vielleicht schon denken, was der nächste Schritt wäre. Wenn du ähnliche Probleme hast, dann habe ich was in der Videobeschreibung für mich. Check das auf jeden Fall mal ab. Doch das war noch längst nicht alles. Jetzt kommt das Geheimnis des Marketings erklärt in 5 Schritten. Der erste Schritt besteht darin, eine Sache zu erfinden, die es auch wert ist. Das heißt, diese Sache zum Beispiel eine Geschichte hat, die es wert ist zu erzählen oder einen Beitrag für unsere Welt hat, die es sich lohnt, geteilt zu werden. Der zweite Schritt besteht darin, sie so zu gestalten, dass sie für eine kleine Gruppe an Menschen sehr, sehr relevant ist. Dass diese besonders davon profitieren oder sich dafür interessieren. Der dritte Schritt kombiniert nun die beiden Gruppen. Dass man eine Geschichte erzählt, die gleichzeitig die Träume und Wünsche von dieser kleinen Zielgruppe mit einbezieht. Der vierte Schritt einer Marketingkampagne ist nun der Lieblingsteil, nämlich die Informationen zu verbreiten. Innerhalb der Zielgruppe, mit Hilfe von Werbung, überall letztendlich, dass möglichst viele Leute davon etwas mitbekommen. Und der fünfte Schritt im Marketing, der dann im Nachhinein meist und häufig übersehen wird, ist, dass man hier regelmäßig und konsequent über Jahre hinweg diese Geschichte erzählen muss. Man muss sozusagen die Gruppe organisieren, man muss sie führen, man muss dieses Ideal entsprechen und diese Message langfristig verbreiten.
und somit letztendlich ein Vertrauen in diese Idee zu stecken und einen Wandel in der Gesellschaft zu gestalten. Darüber hinaus gibt es noch 6 weitere Dinge, die jeder Marketer wissen sollte und sich damit auch zu Nutzen machen sollte. Nummer 1. Engagierte und kreative Menschen können die Welt verändern. Zweitens, man muss aber auch wissen, man kann nicht jeden Menschen verändern. Nicht jeder Mensch möchte dein Produkt haben und das ist auch okay. Drittens, Veränderungen werden am besten mit einer guten Absicht hervorgenommen. Viertens, Menschen erzählen sich Geschichten. Fünftens, man kann Menschen in stereotype Gruppen einteilen, die dann in vielen Hinsichten sich ähnlich verhalten werden und sich auch ähnliche Geschichten erzählen werden. Und sechstens, was du sagst, ist nicht annähernd so wichtig, wie was andere über dich sagen. Zu guter Letzt ist es auch noch wichtig, sich im Marketing Ziele zu setzen. Dafür habe ich euch zum Beispiel mal 3 Ziele mitgebracht, die wir uns für den Creator Accelerator gesetzt haben. Erstens, unsere Produkte sind für Menschen, die glauben, es verdient zu haben, etwas zu bewirken. Zweitens, wir konzentrieren uns auf Menschen, die ihr volles Potenzial als Creator nutzen wollen. Und drittens, wir versprechen, dass wir ihnen dabei helfen werden, ihr Ziel zu erreichen. In diesem Sinne, ich hoffe, dir hat dieses Video geholfen und auch gefallen und du konntest etwas zum Thema Marketing dazulernen. Schau gerne in den Link in der Videobeschreibung. Dort ist der Creator Accelerator verlinkt und dort findest du auch kostenlose Inhalte zu unserem neuen spannenden Thema, dem TikTok Brand Builder. Falls du noch weitere Fragen zum Thema Marketing hast, dann lass sie mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich freue mich über jeden Kommentar und mache dazu gerne auch mal ein neues Video. Lass gerne ein Like und ein Abo da, dann wirst du in Zukunft keine Videos mehr verpassen. Und das war's von mir. Peace, euer Amon.